Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir mal eine bisschen andere Thematik uns angucken und zwar will ich euch einmal zeigen, wie ihr die ganzen Ruffraktionen aus Dragonflight auf die maximale Stufe bringen könnt. Dazu war ich schon mehr oder minder fleißig, habe jetzt seit einer Woche etwa die ganzen Fraktionen auf die maximale Stufe und auch die Side-Fraktionen und die kleinen Unterfraktionen dementsprechend auch angegangen. In dem Video will ich euch erklären, wie ihr das am besten macht, welche Wege es gibt, was die effizientesten Wege sind. Und bevor wir jetzt auf eine bestimmte Fraktion eingehen, würde ich sagen, schauen wir uns mal so allgemeine Systeme an. Prinzipiell ist es ja so, dass es vier Hauptfraktionen gibt und noch ein paar kleine Unterfraktionen. Und bei den Hauptfraktionen ist es so, dass die ersten beiden hier, also Drachenschuppen-Expedition und die Zentaurin der Maruk, auf insgesamt Ruhmstufe 25 gehen. Die Tusker von Inara und die Wall- und Zwerdrakenabkommen bis 30. Bei allen diesen Fraktionen gibt es ein selbiges System. Für Twinks ist das eine ganz nette Geschichte. Und zwar, wenn wir mal reinklicken, wenn ihr die Ruhmstufe 10 erlangt, dann bekommt ihr einen Bonus und zwar hier Wort eines würdigen Verbündeten. Bei der Fraktion kriegen dann alle eure Chars auf dem Account bis Stufe 10 100% mehr Erfahrung. Und wenn ihr dann auf Stufe 20 kommt, ist es so, dass ihr Wort eines würdigen Verbündeten, dass ich es noch rausbringe, Nummer 2 bekommt. Und da ist es dann so, dass ihr bis Stufe 10 200% EP oder nicht EP, sondern Ruf kriegt. Und bis Stufe 20 nochmal 100%. Heißt, euer Char kriegt bis Stufe 10 dann 200% und von quasi 10 ab bis 20 sind es danach 100%. Also ihr könnt dann extrem schnell auch Twinks nachziehen. Ist da vielleicht relevant, weil es sehr viele kosmetische Sachen gibt, das ein oder andere auch ein Gear-Item. Und da macht es durchaus Sinn, das mit einem Twink vielleicht dann noch auch zu holen. Gut, so viel zu der Geschichte. Dann gibt es noch eine ganz nette Sache und zwar, wenn ihr auf Max-Ruhm seid, seht ihr, habe ich jetzt hier trotzdem noch einen Balken. Es gibt so, ich nenne sie jetzt mal Paragon-Kisten, das System ist ja aus alten Expansions bekannt. Man quasi hat irgendeine Ruffraktion auf Max und dann kann man noch mehr Ruf farmen, um dementsprechende Kiste zu kriegen. Meistens sind kosmetische Items drin oder Mounts oder Pets, irgendwie sowas um den Dreh rum. Aktuell aus allen vier, ich nenne sie wie gesagt Paragon-Kisten, ist nicht bekannt, dass irgendwas Relevantes drin ist. Ich habe schon ein, zwei aufgemacht. Es sind wirklich 1000 Gold, was sehr wenig ist, ehrlich gesagt. Und ein paar Haustier-Glücksbringer sind da drin, ein paar Haustier-Bandagen und ein bisschen grauer Stuff. Also da ist nichts Tolles drin. Ein bisschen von den Ressourcen habe ich auch noch gekriegt, ne? Also von diesen, Vorräte des Dracheninseln. Genau, also die Paragon-Kisten kann man sich aktuell schenken. Man sollte aber bedenken, dass auch schon bei anderen Paragon-Kisten aus vergangenen Expansion es so war, dass zu Release nichts Tolles drin war und später wurde dann noch was reingepatcht, was ich immer nicht so ganz toll finde, weil dann fand man was die ganze Zeit für nichts und später muss man es dann nochmal farmen. Aber gut, mal gucken, wie es diesmal sein wird. Also ihr müsst dann danach nicht unbedingt noch Ruf farmen. Das Schöne ist auch, die meisten Quellen, wo wir danach dementsprechend noch Ruf bekommen, sobald ihr auf der maximalen Rufstufe seid, ist es dann so, dass ihr dementsprechend nicht mehr den Ruf direkt bekommt, sondern ihr haltet Tokens und die Tokens sind Blizzard-Account gebunden, heißt, ihr könnt es auf jeden Char auf eurem Battle.net-Account schicken, heißt auch auf anderen Accounts, die auf dem Battle.net-Account sind und auch andere Server bzw. andere Fraktionen. Ihr seht, da habe ich jetzt schon einige Tokens und auch die Tokens, die droppen, ihr seht zum Beispiel hier Heiligtum der Tuska, da habe ich irgendwie jetzt noch 100 rumliegen, die kann ich auch auf Twink schicken. Und wenn ich dann einen Twink habe, der quasi 0 Ruf hat, kriegt er direkt bei der Fraktion dann nicht die 15 Ruf, die ein Token bringt, sondern halt am Anfang 200% mehr. Das müssten dann 45 sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also deutlich mehr und dann kann man Twinks dadurch relativ gut hochballern, wenn man einfach mit dem Main diese ganzen Sachen rüberschickt. Bei den Twinks sind die nicht im Battle.net-Account gebunden, wenn ihr bekommt. Das ist erst bei dem Char der Fall, sobald er auf dem Maximum quasi von der jeweiligen Fraktion gehittet ist. Gut, soweit zum Vorgeplänkel, das sind die Grundsysteme. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die einzelnen Fraktionen an, was wir da machen können, um den Ruhm zu erhöhen. Als allererstes würde ich sagen, ich bin einmal hier schon in der Ebene von Onara. Dann schauen wir uns die Zentaurin der Maruk an. Das war auch die erste Fraktion, die ich auf Max hatte. Das ist auch mit Abstand die einfachste. Und ja, was können wir da machen? Als allererstes die grundlegenden Basic-Sachen, die ihr bei allen Fraktionen machen könnt, spielt die Kampagne einmal komplett durch. Bei der Kampagne
Könnte quasi in allen Zonen die einmal durchspielen, müsste sowieso machen, um die World Quest hier freizuschalten. Und als zweites, meistens sind dann die Quests für die jeweilige Fraktion in dem Gebiet, also hier, ne, in der Ebene von Onara, die ganzen Sidequests. Unterschätzt das nicht, es sind verdammt viele Sidequests. Ich habe, glaube ich, noch keine Expansion erlebt, wo es so viele Sidequests gab. Und manche sind auch richtig gut versteckt. Heißt, wenn ihr wirklich alle haben wollt und das ausmaxen wollt, dann empfehle ich euch Addons zu suchen, die dementsprechend euch Sidequests anzeigen. Ich kann euch exemplarisch hier empfehlen Older Things. Older Things ist eigentlich ein Collection-Add-on. Es zeigt aber, weil halt man auch Quests collecten kann, alle Sidequests an und zeigt theoretisch auch Queststränge an, was eine schöne Sache ist. Man kann dann auch draufklicken, die Koordinaten der einzelnen NPCs angucken. Kann ich empfehlen. Es gibt aber auch viele andere Add-ons, die ähnliche Sachen machen oder die vielleicht nur explizit auf Quests aus sind, wo ihr dann das ganze andere Zeug nicht habt, weil Older Things kann auch ein bisschen komplex sein. An der Stelle, vielleicht sind da andere Add-ons dann für euch besser. Ich habe es mit Older Things aber gemacht, weil ich sowieso fürs Collecten nutze. Genau, also Main-Quest-Reihe, Side-Quest-Reihe, dann mit der Main-Kampagne habt ihr dann auch die World-Quest freigeschalten. Klar, die World-Quest könnt ihr mitnehmen. Die World-Quest kommen alle 3,5 Tage, also zweimal in der Woche. Einmal mittwochs mit ID-Reset und dann nochmal samstagabends kommt dann ein neuer Schwung an World-Quest. Die könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Zusätzlich gibt es auch noch World-Quests, die täglich kommen. Es gibt eine Pet-Battle-World-Quest, die kommt täglich. Die ist jetzt bei mir zum Beispiel hier gerade. Bin ich mir auch gar nicht sicher, für welche Fraktion genau Ruf bringt. Aber ich glaube, die bringt nur 25 oder 15 Ruf. Die kann man auch täglich mitnehmen. Und PvP-Quests kann man auch täglich mitnehmen. Diese sind aber nur im War-Mode On aktiv. Da solltet ihr gucken, dass ihr dementsprechend den Kriegsmodus anschaltet. Das könnt ihr in Orgrimmar oder in SW als Allianz dann machen. Und dann könnt ihr diese täglich mitnehmen. Die bringen aber, meine ich, immer Waldrackenruf, also jetzt hier für die erste Fraktion, nicht so relevant. Wenn wir später zu den Waldracken kommen und ich es da vergessen sollte zu sagen, also Waldrackenruf könnt ihr über die täglich mitnehmen. Ist gar nicht so wenig, das summiert sich zusammen, weil ihr die, wie gesagt, täglich abschließen könnt. Dann schauen wir mal weiter, was wir jetzt bei den Zentauren der Marduk holen können. Und zwar könnt ihr da verschiedene Aktivitäten abschließen. Wir haben dann noch ein Lager, und zwar Lager der Eilag, schimpft sich das. Bei dem können wir täglich, ich bin jetzt gerade überlegen, was täglich oder, doch, das war täglich, können wir Daily Quests abschließen. Und zwar ist es mit dem Lager der Eilag so, dass es alle drei Tage und drei Stunden quasi weiterzieht. Das wird immer hier auf der Map quasi angezeigt. Und bei diesem Lager der Eilag könnt ihr dementsprechend einfach ein paar Dailies abschließen. Bringen ein bisschen Ruf und zusätzlich auch ganz gut Ressourcen. Den Ruf hatte ich schon lange fertig und habe das dann teilweise noch wegen den Ressourcen gemacht. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob es täglich war oder immer, wenn es weiterzieht. Aber ich meine, man konnte die täglich tatsächlich abschließen. Gut, dann wo ich hauptsächlich den Ruf gefarbt habe, war die Jagden. Und zwar, sobald ihr auf Stufe 5 bei den Tauren seid, oder Zentauren so rum, habt ihr einmal die Jagden freigeschalten. Die schaltet ihr übrigens auch accountweit frei, wie fast alle Special-Boni-Sachen. Also seht ihr immer in blau geschrieben Account-Freischaltung. Und dann habt ihr dieses Horn auf der Map, das jetzt hier bei mir nicht angezeigt wird. Wo ist es? Ah, da haben wir es. Da haben wir das Horn auf der Map und hier ist es so, dass in einer Zone dann die großen Jagden sind, genau für 2 Stunden. Und wenn wir dann reinklicken, haben wir dann irgendwo auf der Map, quasi hier oben ist es, einmal dieses Horn angezeigt und da kommen dann verschiedene Wellen an Gegnern bzw. verschiedene Ereignisse, die abschließen müsst. Das sind immer 6 Ereignisse pro Event und wenn das abgeschlossen ist, switcht es hier im Gebiet zum nächsten Spot. Hier weiß ich es zufällig, hier ist ein Spot und hier ist ein Spot und es switcht immer hin und her. Mit jedem Ereignis, das ihr abschließt, kriegt ihr 15 Ruf und am Ende bekommt ihr dann noch einen Sack und im Sack sind dann dementsprechend ein paar von diesen Abzeichen drin. Und zwar haben wir einmal, jetzt gucken wir mal, ich habe es ja schon im Inventar, glaube ich. Hier, das sind die Jagdtrophäen der Zentaurin und die könnt ihr auch nochmal für 15 Ruf abgeben. Es ist so, dass ihr einmal pro Woche einen epischen Sack bekommt, danach einen blauen und danach einen grünen und sobald ihr diese 3 ersten Säcke quasi abgehandelt habt, bekommt ihr immer nur weiße Säcke. Jetzt ist es so, dass ihr in dem epischen sind es glaube ich 20 und in dem blauen und grünen sind es auch nochmal 15 oder 10 Stück, was da drin sind. Also am Anfang kriegt ihr relativ viel und dann mit jedem weiteren Sack kriegt ihr nicht mehr sonderlich viele von den Dingern raus, aber ihr könnt es halt durchgehend spammen. Und die Sache ist, wenn ihr einmal ins Tool geht und der Benutzer definiert und hier
Hand eingibt. Dann sind da oft Gruppen drin, meistens in größere Raid-Gruppen. Und damit geht so ein Ereignis 5 Minuten. Ne? Also ihr könnt dann 5 Minuten, nächstes rüberfliegen, wieder 5 Minuten. Und dann kriegt ihr relativ viel Ruf, extrem viele Marken. Und am Anfang der Expansion habe ich das in 1,5 Tagen quasi die Zentauren der Maruk auf Max durchgeballert. Einfach nur in den Handen drin stehen. Man kann da theoretisch auch AFK drin stehen. Solange irgendjemand quasi das Ding abschließt, kriegt ihr auch den Ruf und die Abzeichen. Es geht halt schneller, wenn ihr mitmacht, ne? Genau. Das soweit als Tipp. Und das ist eigentlich das Große und Ganze, was ihr bei den Zentauren der Maruk am besten macht. Dementsprechend, nachdem ihr Sidequests, Worldquests und die Mainquest-Reihe gemacht habt, das Lager der Eiler könnt ihr noch mitnehmen und dann einfach nur diese komische Jagd die ganze Zeit spammen. Nach 2 Stunden switcht die übrigens, switcht in jedes Gebiet und ihr seht immer, wo es quasi ist, indem ihr einmal drauf achtet, wo dementsprechend der Marker ist. Dann habe ich noch vergessen zu sagen, dass wir die Token der Zentauren, Jagdtrophäe der Zentauren, einmal auch von verschiedenen Gegnern looten können, beziehungsweise auch aus Kisten bekommen können. Und zwar in den großen Jagden gibt es auch den ein oder anderen Boss, die können das unter anderem droppen. Dann gibt es Rares, meistens Wildtiere, die können das auch droppen. Und dementsprechend kann man das auch theoretisch ein bisschen da farmen. Aber nichts kommt an die Jagden ran, wenn ihr einfach quasi die mit spammt. Haut die Bosse mit um am besten, kriegt die Dinger damit raus. Zusätzlich gibt es noch so magische Kisten, da können die auch rauskommen. Die können wir aber über eine andere Fraktion freischalten, und zwar die Drachenschuppen-Expedition. Und da können dann alle Tokens von allen anderen Fraktionen rauskommen. Dementsprechend würde ich sagen, schauen wir uns das an, sobald wir bei der Fraktion angekommen sind. Jetzt möchte ich erstmal noch über die Tusker von Iskara sprechen. Und zwar, wie wir da Ruf kriegen. Selbes Spiel wie bei den Zentauren. Mainquest-Reihe, Sidequests und Worldquests sind auf jeden Fall eine Sache, die ihr machen sollte. Die Fraktion spielt sich hauptsächlich im Azurblauen Gebirge ab. Und hier haben wir schon mal ein großes Event, und zwar gemeinschaftliches Festmahl, das Feast-Event. Und ihr seht, das ist jetzt hier in 10 Minuten, da wird auch schön immer auf der Map das angezeigt. Man kann sich das auch mit einer Weak-Aura anzeigen lassen, da gibt es viele verschiedene. Ich habe jetzt hier eine relativ rudimentäre. Und ja, was ist das Feast-Event für ein Ding? Wir haben hier einfach ein Festmahl, was zubereitet wird. Und alle 3,5 Stunden findet das statt. Wenn das losgeht, ist es so, dass man einfach hier mit dabei steht und Aufgaben bekommt. Diese Aufgaben sind Sachen wie, angel einen Fisch raus, muss einen Fisch rausangeln, reinschmeißen. Gibt 40 Ruf, wenn man so eine Solo-Aufgabe hat. Oder geh zu irgendeinem Händler, kauf was, bring es zurück, sammel irgendwas auf, schmeiß das rein, rühr die Suppe um, hau irgendeinen Fisch kaputt, mach irgendwelche kleinen Schaben, trampel die um. Da gibt es sehr, sehr viele Aufgaben und da muss man unterscheiden. Es gibt Aufgaben, das sind gemeinschaftliche Aufgaben. Rühr die Suppe um, wenn hier viele Leute kriegen, kriegen das 10 Leute. Wenn das einer macht, könnt ihr komplett AFK sein und ihr kriegt trotzdem Ruf dafür. Macht kleine Schaben kaputt, selbes Spiel. Solange das einer macht, kriegt ihr den Ruf dafür. Ja? Also wenn hier sehr viele Leute stehen, dann kriegt ihr meistens Gemeinschaftsaufgaben und dann könnt ihr hier eine Viertelstunde AFK stehen und habt danach ein bisschen Ruf. Jetzt ist die Krux an der Geschichte, wenn hier viele Leute sind, kriegt ihr diese Gemeinschaftsaufgaben aber relativ wenig. Dann kann es sein, dass hier, wenn hier 40, 50 Leute stehen, dass ihr nur in der Viertelstunde 8, 9, 10 Aufgaben kriegt. Die bringen dann alle 25 Ruf und ihr müsst theoretisch nichts machen. Ist schön, habt ihr vielleicht 250 Ruf for free. Nette Sache. Wenn hier aber wenig Leute sind, deswegen empfehle ich, geht in den Warmode, dann sind weniger Leute. Wenn ihr das zu einer späten Uhrzeit macht, sind weniger Leute da. Dann kriegt ihr Einzelaufgaben, dann müsst ihr zwar aktiv was machen, aber ihr kriegt tatsächlich mehr Ruf. Erstmal bringen die Einzelaufgaben 40 Ruf anstatt 25 und ihr kriegt wesentlich mehr. Ich habe schon teilweise 20, 25 Aufgaben während eines Events gekriegt und wenn dann die Hälfte von denen 40 Ruf bringt, dann hat man auch gelernt schon mal 5, 6, 7, teilweise naja, 800 Ruf, nicht aber 6, 700 Ruf kann man hier schon pro Event kriegen und das ist natürlich dann eine ordentliche Angelegenheit. Also dementsprechend vielleicht so ein bisschen im Hintergrund oder im Hinterkopf behalten, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch auf einen anderen Server einladen zu lassen oder auch zu hoppen. Wo weniger Leute sind, kriegt ihr mehr Aufgaben. Ihr müsst zwar selber was machen, aber habt unterm Strich mehr Ruf. Das könnt ihr alle 3,5 Stunden machen. Und einmal die Woche kriegt ihr eine Weekly Quest. Und zwar müsste die von irgendeinem von dem Typen sein, die wo jetzt 10.000 Leute draufstehen. Wenn ich jetzt hier drüber fahre, seht ihr, da dieser Suppentopf voller Vorräte. Und diese Weekly Quest bringt einmalig 500 Ruf.
Die könnt ihr, wie gesagt, einmal die Woche machen, kriegt dann auch noch einen Beutel, wo dann Gear drin sein kann. Da müsst ihr 5 Aufgaben quasi hier abschließen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Genau. Dann gibt es noch ein paar weitere Möglichkeiten, um bei denen täglich Ruf zu farmen. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal zu der einen oder anderen hin. Wir können nämlich ein paar Rares umhauen. Und ein Spot ist gar nicht so weit entfernt. Wir haben hier nämlich die Brackenfellhöhle. Und zwar ist es ja auch ein Dungeon. Aber wir müssen jetzt nicht ins Dungeon rein, sondern in den Außenbereich. Und dieser Außenbereich, dort ist es so, dass es insgesamt 4 Rares gibt. Jeder von diesen Rares kann täglich umgehauen, oder ihr könnt die so oft umhauen, wie ihr wollt, aber die bringen bloß einmal täglich Loot und Ruf. Und zwar bringen die 50 Ruf. Einer spawnt hier. Dann der nächste spawnt ein bisschen weiter oben. Übrigens, die spawnen immer 10 Minuten nacheinander. Die spawnen um Punkt, also um 0, dann um 10 nach, um 20 nach, um 30 nach, um 40 nach und so weiter. Also das sind 4 Stück und die spawnen halt wirklich genau immer alle 10 Minuten. Hier in der Höhle ist nur einer und der letzte ist der Baum. Der ist irgendwo da hinten. Die könnt ihr, wie gesagt, täglich umhauen. A, 50 Ruf sind 200 Ruf pro Tag. Das summiert sich zusammen, wenn ihr die täglich macht. Ihr solltet nicht vergessen, ihr braucht ja nur, in Anführungszeichen, jetzt geht mir mein Dings hier aus, mein Elan. Ihr braucht ja pro Tag oder pro Ruhmstufe nur 250 Ruhm und dementsprechend ist das jetzt nicht so viel. So, jetzt muss ich mal gucken, wo der Baum noch war. Der war irgendwo da unten. So, bin ich jetzt, habe mich leicht verflogen hier. Ah, hier war der Baum, genau. Das ist das. Das sind die 4 Spots. Es wird, wenn ihr hier unten auch seid, auf der Map angezeigt. Das sind große Rares, die haben 2 Millionen irgendwas Base-Leben. Und ja, die könnt ihr dann umhauen täglich und euch ein bisschen Ruf noch zusammenfahren. Das nächste, was ihr noch machen könnt, ist spezielle Kisten bei den Tusker öffnen. Und zwar gibt es bei allen Fraktionen Kisten, die ihr nicht auf der Map seht. Ihr habt ja verschiedene Kisten, die ihr auf der Map seht. Und zwar zum Beispiel das Angelzubehör von den Tusker. Das ist, schaltet ihr übrigens bei 27 frei. Ist aber komplett useless, weil aus dem Angelzubehör kriegt ihr nur Fische und so Zeug raus. Also keine nicht die Ressourcen, die wir hier haben. Beziehungsweise ihr kriegt halt auch keinen Ruftoken raus. Und was wir auch sehen, ist bewegte Erde oder diese Expeditionsvorräte. Aber es gibt in jeder Zone von jeder Fraktion auch noch eine oder spezielle Kisten, die man nicht auf der Map sieht. Und ich möchte euch jetzt in einem Spot zeigen, wo ich welche gefarmt habe. Und zwar sind wir hier unten bei den Koordinaten 56, 65. Und hier in diesem Lager gibt es verschiedene Spots, wo wir diese Kisten holen können. Und ich will die euch mal zeigen. Also den ersten Spot, wir sind jetzt hier am Eingang des Lagers bei dem Wasserfall. Der erste Spot ist hier unten, wo auch schon eine andere Kiste liegt, aber das sind zurückgelassene Vorräte, das sind nur diese, waren hier drin, diese Vorräte der Dracheninseln. Aber hier kann ein Ding sein. Dann fliegen wir mal kurz weiter. Hier hinten im Eck kann eins sein, also hier. Dann, wenn wir hier runterfliegen, kann hier eins liegen. Dann, wenn wir da hinten weiterfliegen, dann kann da hinten im Eck eins liegen. Hier, seht ihr, da haben wir Kiste mit Tuska irgendwas vorräten. Jetzt müssen wir die mal kurz töten. Und ihr seht, es ist nicht auf der Map eingezeichnet. Also das sind, wie gesagt, halt Vorräte, die in Anführungszeichen unsichtbar sind. Hier, die Mobs sind ein bisschen ätzend, weil die versuchen einen die ganze Zeit zu CC'en. Deswegen muss man schauen, dass man schneller ist, sonst hockt man nur noch im Stun drin und das will man ja nicht unbedingt. So, die brezeln wir jetzt mal kurz um hier. So, Mob ist umgebrezelt und ihr seht, das Ding nicht auf der Map, aber es liegt hier ein Teil. Das muss, wenn, dann hat man gute Augen oder man weiß halt, wo die Dinger liegen. Das machen wir auf und ihr seht, da haben wir dann Heiligtum der Tuska drin. Das können wir für 15 Ruf abgeben und zusätzlich kriegen wir natürlich immer auch die anderen Dinger, Drachen, Insel, Artefakt, das brauchen wir für die Drachenschuppen-Expedition, also da können wir dann quasi doppelt Ruf farmen. Dann haben wir noch 2 Spots und zwar hier ist noch ein Spot, da kann noch was liegen und quasi da hinten irgendwo, hier kann noch eins liegen und meistens sind, also es sind immer nur 2 gleichzeitig ab von den Dingern, es sind insgesamt 6 Spots und ich habe es halt so gemacht, dass wir einfach hier ins Tool gehen, am besten bei Quests rein, dann geben wir hier Azur ein, Alt Azur, so rum. Und dann seht ihr, sind hier ein Haufen Gruppen und da geht ihr dann einfach in irgendeine Gruppe rein, wo ihr am besten schnell hoppen könnt. Queut euch mal ein paar rein, fliegt die Runde, schaut, ob die Kisten da sind, lootet die Dinger. Seht ihr, da haben wir schon wieder eine Kiste. Und so könnt ihr eigentlich durchgehend hier den Ruf farmen für
insgesamt gleich zwei Fraktionen. Ja? Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig, aber wenn man die Fraktion schnell hochballern will, dann ist das the way to go, würde ich mal behaupten. Gut, jetzt können wir hier nochmal einmal drüber fliegen. Da unten, das bringt nur das Ding. Hier, hab ich vorher gesagt, da kann auch noch ein Ding sein, ne? Sind schon wieder zwei Kisten. Müssen wir halt hier die Mobs wieder umklopfen. Aber wir können uns dementsprechend hier relativ schnell das Zeug holen. Und ja, ihr solltet halt immer gucken, dass ihr in verschiedene Dinger reinhoppt. Also in verschiedene Gruppen. Dass die Teile wieder nachspawnen können. Und nach so 10, 15 Minuten... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es so lange dauert, sind die bei eurem Server auch wieder nachgespawnt und im Normalfall gibt es relativ viel. Und ihr habt gerade gesehen, da waren drei Tokens drin. Also in diesen Special-Kisten können tatsächlich auch mehrere drin sein. Ne? Das waren jetzt drei Tusker-Tokens und eins von den Drachenschuppen. Also da kommt schon ein bisschen Ruf zusammen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste an, wo wir mit Tu farmen können. Ich zeige nochmal kurz auf der Map. Also hier unten waren wir, ne? Und ja, einfach die Punkte abfliegen, die ich euch gezeigt habe. Das nächste, was ihr dann noch machen könnt, ist einmal zum Angelloch zu fliegen. Und zwar gibt es da immer zwei Stück. Die, ja, sind jede Woche woanders. Hier unten zum Beispiel habe ich gerade eins in der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 63, 78. Dann gibt es auch hier oben in der Lava, hier war das, glaube ich, auf den Koordinaten 33, 64. Aber ihr seht es immer an dem Symbol, welche ab sind. Dann ist hier oben in der Ebene von Onara ist eins bei 80, 79 oder kann eins sein. Dann gibt es ein Angelloch, das kann irgendwo hier sein, etwa bei 60, 32 im Azublauen Gebirge. Und das letzte haben wir in Taldrassus, das ist bei mir auch gerade ab, das ist hier oben bei den Koordinaten 57, 65, also dementsprechend in Taldrassus. So, was können wir jetzt an dem Angelloch machen? Wir haben an dem Angelloch die Möglichkeit, eine Daily zu erledigen, die ist da hinten zum Beispiel jetzt hier gerade. Und beziehungsweise, wenn das aufgefüllt ist, also hier bei, ja, mehr als der Hälfte, jetzt ist es hier reich, haben wir noch eine zweite Daily. Und dann ist es so, dass wir hier so komische Netze auslegen können. Da können dann so Fische drin sein. Diese Dailies bringen, glaube ich, so 150 Ruf. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Fische abzugeben. Und zwar bringt jeder Fisch das erste Mal die Woche, wo er es abgibt. Das sind alle verschiedenen. Die ersten 5 bringen jeweils 100 Ruf. Das sind die weißen Fische. Und diese special grünen Fische bringen 200 Ruf. Ihr könnt es aber so oft abgeben, wie ihr wollt. Und jedes weitere Mal bringt dann nur noch 5 Ruf. Egal welchen ihr abgibt, dann noch 5 Ruf. Es gibt ein Achievement, dafür habe ich mal ein paar tausend abgegeben. 5 Ruf summiert sich dann auch zusammen, wenn ihr es x-mal abgebt. Aber es kostet halt, weil die Fische, also Ossi angelt die selber, ne? Aber ich habe die aus dem Haar gekauft. Das kostet dann halt ein bisschen. Und ja, das andere, was ihr dann auch noch machen könnt, ist hier an der Sichtung eines großen Oschis, dieses Statue nenne ich es jetzt mal, gibt es bei jeder, quasi bei jedem von diesen Angellöchern, da könnt ihr einmal so Muscheln reinschmeißen. Ich weiß nicht, habe ich noch welche ominöse Muscheln heißen, die, ne, ich habe die alle auf die Bank gepackt, aber ich kann euch die mal zeigen, Bank, das sind diese hier. Und wenn ihr 5 Muscheln nehmt und die reinschmeißt, dann ist es so, dass einmal ein großer Drescher oder Oschi spawnt. Und relativ selten ist es dann aber so, dass auch Rare spawnen können. Es gibt 3 verschiedene. Es gibt einen Frosch, es gibt eine Hydra und es gibt so einen Wassertropfen. Und die bringen halt auch jeweils nochmal 50 Ruf. Könnt ihr auch täglich machen. Ihr könnt hier aber auch nach Lunker-Gruppen suchen. Hier gibt es jetzt zum Beispiel gerade eine Lunker-Coin Otto. Otto ist quasi ein Mount, da habe ich auch schon ein Mount-Guide-Video zu gemacht. Und da sind dann einfach extrem viele Leute hier, schmeißen ihre Muscheln rein. Und dann seht ihr, dann spawnen die ganze Zeit hier diese großen Drescher. Und ihr seht, ab und an spawnt dann auch, sind wir gerade richtig gekommen, spawnt einer von diesen Rares, also, weil hier so viele Leute quasi die Muscheln reinwerfen, um zu beschwören. Kriegt ihr dann auch den ein oder anderen Rare hier, den haut ihr um und dann gibt es 50 Ruf. Wie gesagt, ihr könnt alle 3 jeden Tag machen, das sind nochmal 150 Ruf täglich, mit denen aus der Brackenfellhöhle habt ihr auch nochmal 200, sind schon 350 plus dann die World Quest, die oder die Daily Quests, die ihr habt, ne, auch nochmal 300, dann plus das das zweite Angelloch habt ihr auch noch was, also ihr könnt hier täglich bei der Fraktion schon relativ viel machen, den hitten wir jetzt auch mal an, dann kann ich es euch auch zeigen, wie das aussieht mit dem Ruf-Token. So, looten wir den mal. Okay, da war jetzt so viel Loot drin, dass das irgendwie ein bisschen durchgelaufen ist, aber es gab jetzt hier so ein 50er Ruf-Token. Normalerweise, wenn ihr nicht Max-Ruf seid, wird das direkt gelernt. Da ich schon Max-Ruf bin, kriege ich das als Token.
Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal noch weiter. Dann sind wir bei der nächsten Fraktion. Und zwar bin ich einmal hier im Drachenschuppen-Basislager. Und dort haben wir die Fraktion Drachenschuppen-Expedition. Und für diese können wir auch wieder verschiedene Sachen machen. Erstmal die Grundsachen wieder. Main-Quest-Reihe, Side-Quest, World-Quest. Ne? Das ist ja immer so unser tägliches Brot bei jedem von den Fraktionen. Und jetzt ist es hier, dass wir auch noch Weekly-Quests haben. Es sind immer zwei Weekly-Quests hier im Lager, die ihr einmal erledigen könnt. Dafür müsst ihr dann einfach irgendwelche banalen Sachen machen. Ab und an müsst ihr auch in den Dungeon rein, aber hauptsächlich sind es Open-World-Geschichten. Dafür gibt es dann ein bisschen Ruf, wie ihr seht, und einmal ein paar Vorräte. Der Hauptcontent bei der Fraktion ist aber tatsächlich der, dass ihr hier diese Marken abgeben müsst. Und diese Drachenschuppen-Artefakte bekommt ihr eigentlich relativ zahlreich, denn ihr habt diese Expeditionspakete, das sind so Kisten, die ihr auf der Map seht, da kriegt ihr immer eins raus. Dann können wir, wenn wir einen Gegenstand hier kaufen, und zwar gibt es hier kleine Expeditionsschaufel, so bewegte Erde öffnen, da bekommen wir dann auch nochmal diese Tokens raus. Ihr könnt auch, wenn ihr Schmied seid, euch selber robuste Expeditionsschaufel herstellen. Die hat dann nicht 5 Aufladungen, sondern 20. Die werden nämlich verbraucht, wenn ihr diese bewegte Erde quasi öffnet. Und die könnt ihr auch mal Haar kaufen, falls ihr selber nicht Schmied seid oder die von irgendwem herstellen lassen. Zusätzlich gibt es dann noch weitere Kisten, die ihr freischalten könnt. Und zwar, wenn wir jetzt mal reingucken, gibt es diese besagten, da haben wir sie, magische Schatztruhe. Bei denen ist es so, die seht ihr dann auch auf der Map, sobald ihr hier auf Stufe 16 angekommen seid. Und das sind so Kisten wie in Torghast, da müsst ihr dann so Hebel drücken oder ihr habt eine Kiste, da müsst ihr Frostschaden drauf machen oder Feuerschaden. Übrigens hier kleine Randinformation, man kann hier ganz gut Trinkets benutzen, die zum Beispiel jetzt hier einen Feuereffekt machen, E-Schaden wirken, das öffnet diese Kisten auch. Oder ihr habt dann auch so einen Zusatzspell, da haben wir hier Mechanismus umgehen, das kann man glaube ich skillen. Bei diesem Dude hier. Und dann kann man die auch so öffnen, ohne dass man da jetzt irgendwas Spezielles machen muss. Ne? Also das könnt ihr hier einmal skillen. Was man auch hier skillen kann, ist, dass man die Kisten besser sieht. Und zwar habt ihr gesehen, es gibt einige Kisten, die nicht auf der Map angezeigt werden. Und das ist in jeder Zone einmal der Fall. Dann müsst ihr, wenn dann, wissen, wo die sind oder relativ gut gucken. Oder ihr habt das andere Ding hier geskillt. Und dann können wir nämlich hier einmal alles ausgrauen und dann werden nur noch die Kisten so lila angezeigt. Da könnt ihr dann euch ein bisschen umgucken. Ihr seht dann tatsächlich auch Kisten durch Gebäude durch. Und ihr seht, da unten ist es zum Beispiel was, das ist eine, die wir auf der Map sehen. Aber so seht ihr sie deutlich besser. Das ist jetzt nicht die ganze Zeit aktiv. Das hat dann auch eine gewisse Abklingzeit. Aber wenn ihr an einem Spot seid, wo ihr wisst, okay, da ist die ein oder andere Kiste, die man nicht auf der Map sieht, kann man das damit so ein bisschen besser sehen. Also nochmal zusammengefasst, ihr könnt die Expeditionsvorräte aufmachen, ihr könnt quasi die bewegte Erde öffnen, sobald ihr die Schaufeln habt. Nehmt genug mit, die sind relativ schnell weg, weil es ziemlich viel bewegte Erde gibt. Dann könnt ihr noch diese magischen Kisten öffnen, wenn ihr auf dem jeweiligen Ruben seid. Und dann habt ihr noch die Kisten, die wir nicht auf der Map sehen und die sind halt an speziellen Orten. Es gibt hier in der Festung einige, hier oben, das sind meistens so Endgame-Gebieten. Ich habe ja euch hier hinten auch schon gezeigt bei den Tuska, dass man quasi aus den Kisten von den Tuska dementsprechend auch immer diese Dracheninsel-Artefakt, so heißen die, rausbekommt. Hier oben ist zum Beispiel nochmal so ein Spot bei diesen Furbeugs. Da habe ich jetzt auch ein Weilchen gefarmt gehabt. Da sind teilweise 5-6 Kisten, die da rumliegen. Und da kann man die auch auf jeden Fall ganz gut farmen. Also das ist eine bisschen grindlastigere Fraktion. Und das kann sich dann auch tatsächlich ein wenig ziehen, die hochzuziehen. Was ihr dann vielleicht auch noch wissen solltet, was jetzt nicht unbedingt nur auf die Fraktion bezogen ist, sondern auf alle. Es gibt auch in der Hauptstadt, in Waldracken, Weekly Quests. Und zwar gibt es zwei PvP... Nee, glaube ich, 3 PvP-Weekly-Quests und 2 Dungeon-Weekly-Quests. Die PvP-Weekly-Quests, die hat man, ich meine, hier rausbekommen und die Dungeon, die gibt es irgendwo hier oben. Aber die sind auf der Map, wie jetzt hier die Berufsquests, die ich noch nicht angenommen habe, die sind auf der Map, werden die angezeigt. Ne? Also ihr seht, wo die sind. Ich kann euch die mal zeigen. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel hier an dem Dungeon-Symbol, seht ihr es, die Dungeon-Quest, da gibt es dann Fixwald-Drackenruf und ihr könnt einen Ruf-Token auswählen. Bei der Fraktion, wo ihr halt explizit den Ruf haben wollt, könnt ihr da auswählen. Dann hier ist die zweite, da ist es auch wieder so, 250 Ruf, wo ihr auswählen könnt und 50 Wald-Dracken-Fix. Und bei dem PvP-Quest, seht ihr,
ist dasselbe Spiel. Jetzt ist halt die Frage, lohnt sich das wegen 250 Ruf, die zu machen? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Macht ihr den Content vielleicht sowieso, dann solltet ihr auf jeden Fall die Quest mitnehmen. Diese Dungeon Quest könnt ihr unter anderem auch im M Plus erledigen. Und wenn ihr PvP spielt, könnt ihr die anderen Sachen theoretisch auch easy mitnehmen. Dann gibt es noch eine ganz normale Weekly Quest. Und zwar, jetzt weiß ich gar nicht, wo die genau drin ist oder ob ich die schon angenommen habe. Nee, da ist sie nicht. Es gibt auf jeden Fall... Ach, die ist da oben. Ich bin auch ein Gimp, ne? Es gibt eine Wiki-Quest, wo ihr 3000 Ruf farmen müsst, egal von welcher Fraktion. Das zählt alles zusammen. Und hier gibt es auch immer einen netten Schatz, wo es dann Verbesserungsgear gibt für euch. Und ihr kriegt 500 Ruf für jede Fraktion. Und ihr seht, auch das ist bei mir mittlerweile Battle.net-Account gebunden. Also wenn ich das mit dem Main mache, kann ich das auch schön auf den Twink rüberschicken, solange der Char auf 25 ist. Heißt, wenn ihr mal X Chars irgendwann alle auf 25 oder 30 habt bei den Fraktionen, je nachdem was das Max ist, könnt ihr mit allen die Weekly machen und dann immer den Ruf zu einem anderen Char rüberschieben. Der kriegt dann noch 200% am Anfang. Dann könnt ihr Chars relativ schnell auch nachziehen. Also das ist hier recht elegant von Blizzard gelöst. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Fraktion an. Viel mehr kann ich euch jetzt zu der hier tatsächlich gar nicht sagen. So, dann kommen wir zur letzten Main-Fraktion und zwar zum Waldrackenabkommen. Bei dieser Fraktion könnt ihr erstmal ein Event alle 2 Stunden spielen. Und zwar ist das hier Dragonbane Keep. Und zwar seht ihr das immer hier mit zum Horn gemarkt. Wann das genau ist. Das ist alle 2 Stunden zur ungeraden Uhrzeit. Heißt um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr und so weiter. Könnt ihr das spielen. Und wie funktioniert das? Naja, es wird das Horn hier angezeigt, dann ist erstmal ein kleiner Timer, bis es losgeht. Und dann wird dementsprechend hier in mehreren Phasen die Drachenfluchfestung eingenommen. Am Ende tötet ihr einen Boss und der Boss bringt euch 50 Ruf und einen Sack. Der erste in der Woche bringt ein paar mehr Items und jedes Mal, wenn ihr quasi den Boss tötet während des Events, kriegt ihr einmal den Sack alle 2 Stunden. Ihr könnt dann noch hoppen und den Boss öfter töten. Warum macht das Sinn? Ja, der Boss bringt jedes Mal 50 Ruf. Ja? Heißt, wenn ihr das Ganze machen wollt und möglichst viel Ruf rausziehen möchtet, dann gebt ihr hier Siege ein. Da ist jetzt natürlich nichts drin, weil das Event aktuell nicht ist, aber während des Events sind da immer Gruppen drin. Ihr schaut am besten, dass ihr in eine möglichst volle Gruppe am Anfang reinkommt, spielt das Event einmal, haut den Boss um, lieft eure Gruppe, haut den Boss vielleicht auf eurem Server nochmal um, gebt hier Siege an und geht dann in eine Gruppe nach der anderen und haut immer wieder den Boss um. Ja, dann könnt ihr immer wieder 50 Ruf kriegen. 5-6 Mal pro Event kriege ich es oft hin oder hab's hingekriegt und jedes Mal 50 Ruf, das summiert sich tatsächlich zusammen. In dem Beutel sind dann verschiedene Token drin und zwar haben wir dann einmal hier Relikt der Titan drin. Das könnt ihr dann auch wieder in Taldrassus einmal abgeben und kriegt auch nochmal Ruf für die Fraktion. Und natürlich, wie überall, wir kriegen auch immer diese Dracheninsel-Artefakte raus. Die gibt es halt immer bei jedem Kisten, Beutel und alles Mögliche quasi zusätzlich. Und das könnt ihr bei der Drachenschuppen-Expedition abgeben. Dann können wir bei den Waldrackenabkommen natürlich auch den Ruf wieder bekommen. Main-Quest-Reihe, Side-Quest-Reihe, dann World Quest. Ich habe ja euch vorhin auch die Weekly Quest gezeigt, die ihr in Waldracken bekommen könnt. Da gibt es auch immer zusätzlich noch extra Waldrackenruf, aber halt auch was einen, den ihr aussuchen könnt. Da könnt ihr theoretisch auch Waldracken nehmen. Dann über die Raid Quest gibt es auch Waldrackenruf. Wenn ihr den Endboss tötet, gibt es glaube ich nochmal 1500 Ruf. Also das ist doch einiges. Das habe ich letztens gemacht. Kann man ganz gut mitnehmen. Ist auch eine Quest, die ihr dementsprechend einfach hier in der Hauptstadt bekommt. Dann die PvP World Quest. Ich hatte es ja Anfang vom Video mal angesprochen, Warmode anmachen, die könnt ihr jeden Tag machen, pro Quest sind es glaube ich 100 oder 150, dann müssten es zusammen 200 sein, es sind immer 2, einmal den Balken auffüllen, einmal den Boss töten und 300 mal 7 Tage, da kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? Da habt ihr eine Ruhmstufe knapp einmal erledigt, nur dass ihr diese 2 World Quests jeden Tag mitnehmt. Dann könnt ihr auch noch Ruf oder Ruhmstufen dadurch kriegen, dass ihr bei die Unterfraktionen davon angeht. Und zwar seht ihr, beim Waldrackenabkommen gibt es ein paar Unterfraktionen. 2 von diesen Unterfraktionen sind einmal Furorion und das Kobold-Konvent. Und die finden einmal hier in der Obsidian-Zitadelle statt. Und zwar könnt ihr einmal pro Woche auswählen, wen ihr unterstützen wollt.
Und im Endeffekt ist es relativ wurscht. Wir wählen jetzt einfach mal irgendeinen aus, dann kann ich euch das ein bisschen zeigen. Ich habe beide auf Max, also ihr könnt, egal welchen ihr auswählt, könnt ihr für beide Ruf sammeln. Und jetzt läuft es einfach so, dass wir für die Weekly Quest erledigen können. Und zwar seht ihr, wir haben jetzt hier bei Sebalion mehrere Quests, die wir annehmen können. Und unten einmal bei Raphion oder Furon im Deutschen haben wir auch mehrere Quests, die wir annehmen können. Und die Quests bringen sowohl für die einzelnen Unterfraktionen Ruf, aber auch relativ viel Ruf für das Waldrakenabkommen an sich. Was ihr vielleicht noch wissen solltet, den ihr auswählt, das Einzige, was das macht, wo ihr den ersten Schlüssel die Woche abgeben könnt, beziehungsweise wo ihr so Bonusruf für den kriegen könnt über den ersten Schlüssel. Es ist so, dass es verschiedene Materialien gibt, die habe ich jetzt auch gar nicht mehr dabei, weil ich die Fraktion ja schon abgeschlossen habe, aber eventuell haben wir die noch einmal auf der Bank. Und zwar, genau, da haben wir sie. Es gibt Schlüsselsteinfragment und Schlüsselsteinform und die kriegt ihr einfach von den Elite-Mobs, die hier rumlaufen. Ne? Am besten macht eine Gruppe auf, tötet die und mit diesen Schlüsseln könnt ihr dann dementsprechend Ruhm bei den zwei Unterfraktionen farmen. Aber ihr kriegt auch für jeden Schlüssel, den ihr abgibt, quasi Ruf für das Waldrakenabkommen. Für die Quest kriegt ihr dementsprechend auch für beides Ruf. Und was ihr nicht vergessen solltet, es gibt hier noch weitere Fraktionen, wo ihr Schlüssel abgeben könnt. Und zwar einmal hier dieser Schmied. Und dann hinten in der Lava quasi auch nochmal so ein Drachkin, könnt ihr auch nochmal einen Schlüssel abgeben. Die könnt ihr endlos abgeben, aber ihr solltet zumindest bei jedem einen Schlüssel abgeben pro Woche, denn das schaltet nochmal extra Quest frei. Hier, Igis heißt die, wenn man bei ihr einen Schlüssel abgibt, dann kriegt man quasi hier nochmal eine Quest. Und wenn man bei der Schmiede einen Schlüssel abgibt, kriegt man auch nochmal eine extra Quest und die bringt auch Waldrakenruf. Und ja, wenn ihr dann die ganzen Weekly-Quests macht, die Schlüssel alle abgegeben habt, dass ihr alle Quests einmal kriegt, könnt ihr eigentlich dauerhaft weiter Schlüssel farmen und kriegt dann halt auch für die Fraktionen dauerhaft Ruf. Theoretisch könnt ihr es tot grinden und die drei Fraktionen, also es war Drakenabkommen, Furorin und Sebalion, nur über die Schlüssel hoch grinden, egal wen ihr ausgewählt habt. Das ist komplett uninteressant, also da könnt ihr richtig hart reingrinden. Zusätzlich, wenn immer genug Schlüssel abgegeben worden sind, ist es dann noch so, dass ihr dementsprechend einen Boss beschwört. Hier ist übrigens wieder so eine Kiste, die man auf der Maps nicht sieht. Ne? Die können wir jetzt hier mal aufmachen. Und was seht ihr? Wir kriegen Relikt von den Titanen raus und auch nochmal quasi die, wo haben wir es? Hier, das Dracheninsel-Artefakt. Also das, darüber könnt ihr auch noch theoretisch Ruf farmen. Und was ich noch sagen wollte, die Rares, die spawnen, wenn ihr 20 bzw. bei den kleineren waren es, glaube ich, 10 Schlüssel abgegeben habt. Das müsst übrigens nicht ihr machen, sondern da arbeiten alle zusammen. Dann spawnen Bosse und die bringen auch nochmal 50 Ruf für unser Waldrakenabkommen und ein bisschen, ich glaube 250 für, wenn dann, Sebalion oder Raphion. Also hier ist ein richtiger guter Ruf-Spot, wo ihr hardcore durchgrinden könnt. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch die anderen beiden Unterfraktionen an, die wir noch offen haben. Dann wollte ich euch noch einen Rare zeigen, den ihr euch beschwören könnt fürs Waldrakenabkommen. Der bringt nämlich 50 Ruf. Wir sind einmal hier in Tyrhold oben und dort können wir hier eine Maid in der Mitte beschwören, wenn wir dann ein bestimmtes Item zusammenbauen. Dazu brauchen wir am besten hier irgendwelche Mobs, die wir umhauen, oder im Speziellen können wir auch einfach diese Kugeln farmen, denn die droppen das immer zu 100% instabile Matrix. Wir brauchen 5 Stück von denen. Und wenn ihr 5 Stück habt, könnt ihr das zusammensetzen und dann in eine von diesen Säulen reinfliegen. Da könnt ihr dann in der Mitte auf diesen Wirbel klicken. Da gibt es insgesamt 4 Stück. Hier ist eine, da hinten auch. Und wenn ihr so eine Säule aktiviert, dann spawnt hier eine Maid, beziehungsweise die Statuen werden zum Leben erweckt. Achso, die haben sie gerade umgehaut. Das ist die hier unten liegt. Und die bringt halt immer 50 Ruf, ist jeden Tag da und könnt ihr dementsprechend auch jeden Tag mitnehmen. Natürlich gibt es einen Haufen andere Rares in den verschiedenen Zonen, die für die jeweilige Fraktion dann Ruf bringen. Ne? Ich habe ja euch schon gesagt, hier unten an der Obsidian-Zitadelle, die bringen auch immer alle schön Ruf für das Waldrakenabkommen und so ist es auch mit anderen Rares, aber die switchen halt täglich, sind teilweise ein bisschen seltener und die, die ich euch jetzt zeige, sind halt die Rares, die immer da sind. Dann wollte ich euch noch ein Rare zeigen. Dann kommen wir zur nächsten kleinen Unterfraktion und zwar haben wir hier das Handwerkskonsortium und da bin ich noch nicht ganz auf Max. Bei dem ist es so, dass wir eigentlich da nur über Quest großartig unseren Ruf bekommen. Hier sind es aber auch nur 5 Stufen, die wir brauchen, so wie bei den
Bei den anderen, bei hier dem Kobalt-Konvent, bei Sebalion und Furoen ist es ja ein bisschen mehr, dann sind es ja tatsächlich sogar 6. Okay, wo kriegen wir den Nuf her? Wir sind einmal hier in Waldracken und dort gibt es Berufsquests. Diese Berufsquests habt ihr aber auch nur, wenn ihr auch Berufe habt, die dementsprechend in Dragonflight auch ein bisschen gelevelt sind. Ich meine, auf 25 müsst ihr zumindest sein, dass ihr hier diese verschiedenen Quests kriegt. Und da sind so Sachen dabei, dass ihr dementsprechend einfach ein paar Mobs umklopfen müsst für eure Berufe. Und da gibt es dann auch ein paar Skillpunkte noch. Dann gibt es eine Quest, wo wir dementsprechend einfach hier Arbeitsaufträge erfüllen müssen. Und unten gibt es dann noch ein paar spezielle Berufsquests, wo wir dann einfach irgendwas herstellen müssen. Das sind soweit die Quests, die ihr hier erfüllen könnt. Ist nicht sonderlich viel. Das alles ist weekly. Heißt, ihr könnt es nur einmal die Woche machen. Ich meine, auch der Dude da hinten, der Thomas Heller, hat ein bisschen Ruf gebracht, wenn ihr einmal das abgibt. Das gucke ich nochmal, dass ich keinen Scheiß erzähle. Da kann man sich nämlich einmal pro Woche ein bisschen Eifer abholen. Ah, nee, der hat nur Eifer gebracht. Okay. Never mind, dann waren es nur die Quests hier. Was ich da noch entdeckt habe, was relativ gut ist beim Handwerkskonsortium, man kann sich ja einen Vertrag drauf machen. Das könnt ihr übrigens auch bei den anderen Fraktionen theoretisch machen. Bei denen macht es aber meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Und zwar gibt es Verträge, dass wenn ihr eine Quest und eine World Quest abschließt, es steht hier nur World Quest dran, aber Daily Quest und Weekly Quest funktionieren komischerweise auch, dann kriegt ihr 15 Ruf. Jetzt bei einer Fraktion, wo ihr 25, 30 Level habt, sind 15 Ruf pro nicht so viel, aber bei dem Handwerkskonsortium, wo ihr nur diese 5 Level habt und da nur 7000 braucht, summiert sich das schon zusammen, weil wenn ihr überlegt, bei den ganzen World Quests, die wir hier haben, ne, kommt da schon ein bisschen was rum. Und die Daily Quests bringen tatsächlich auch was. Also wenn ihr das alles mitnimmt, dann sind es schon mehrere hundert Ruf, die ihr einfach damit oben drauf knallen könnt und müsst dann halt nicht x Wochen warten, um das hier über die paar 5 Weekly Quests, was das sind, zu machen. Also der Vertrag macht Sinn. Ihr könnt natürlich auch einen Vertrag hernehmen für irgendeine der anderen Fraktionen. Das bleibt euch ja freigestellt. Ich würde es empfehlen fürs Handwerkskonsortium. Da hat es den meisten Nutzen, meiner Meinung nach. Es gab anscheinend auch wohl einen Bug, den man ausnutzen konnte, aber der wurde bereits gefixt, deswegen zeige ich das jetzt hier mal nicht. Ich habe den auch persönlich, aber auch erst zu spät entdeckt, ne? Und konnte da tatsächlich auch nichts mitnehmen. Dann kommen wir soweit zur letzten Fraktion und zwar haben wir dann einmal noch das Kobold-Konvent. Und naja, das ist relativ schnell erklärt. Also das Kobold-Konvent ist da, wo es steht, ne? Hier oben. Bei den Koordinaten 47, 21 bin ich jetzt gerade und zwar im Azublauen Gebirge. Hier dieser komplette Teil ist das Kobold-Konvent und dort sind auch Mobs, die ihr umhauen könnt. Diese Mobs sind fast alle Elite und ihr kriegt quasi bestimmte Procs, wenn ihr die tötet. Wir können uns das mal angucken, ne? Wenn ihr hier drauf drückt, könnt ihr wie in Torgas irgendwelche Bonis auswählen. Ne? 2 zufällige Karten, dann habe ich jetzt hier ein bisschen ein Schild. Dann 15% mehr Lebensraub, mehr Crit und so. Also ihr könnt euch da ziemlich hochbasteln, dass ihr dann ein paar Millionen Leben habt und richtig raushaut. Und im Endeffekt müsst ihr einfach diese Mobs umhauen. Die Mobs an sich bringen keinen Ruf. Ihr müsst die looten und die droppen quasi, ja, was ist denn das, so ein Mana oder irgendwie sowas um Dreh rum. Das Ziel ist es nämlich, das oder so ein Energiezeug, das Kobalt-Konvent, müsst ihr quasi wieder mit Energie aufladen. Und da gibt es insgesamt 5 Stufen, die ihr aufladen könnt. Und da ihr das, mit dem ihr das Zeug lootet, geht der Rufbalken hoch. Das Blöde ist, es wird nicht angezeigt, wie viel Ruf ihr kriegt pro Mob, sondern der Balken geht halt einfach hoch, wenn ihr den Stuff lootet. Ihr habt das auch nicht im Inventar, das wandert quasi in dieses Kobalt-Konvent. Im Endeffekt ist das ein kompletter Grind. Ihr sucht euch eine Gruppe, die heißen im Tool meistens Kobalt-Konvent. Da sind wir ja vorher schon über eine gehoppt, ne? Und grindet da halt einfach komplett die Mobs weg. Mehr ist es nicht. Also da gibt es keinen Trick oder irgendwas. Ihr müsst einfach grinden. Das einzige, vielleicht kleine, was Sinn macht, es gibt hier auch einen Skillbaum. Wo haben wir einen? Irgendwo hier. Und da könnt ihr was skillen, dass ihr mehr Ruf kriegt. Ah, genau, hier haben wir es. Und zwar irgendwas, genau, erhöht euren Ruf beim Kobalt-Konvent um Rufgewinn, so rum, 30%. In den Skillbaum solltet ihr vielleicht mal reinschauen. Da müsst ihr dementsprechend einfach Vorräte zahlen. Es gibt auch noch andere Sachen, die die Bonis ein bisschen verbessern und so. Da tut ihr euch vielleicht ein bisschen leichter. Aber das Wichtigste ist 30% mehr Ruf, weil dann geht es halt 30% schneller. Ne? Brauche ich keinem erzählen. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht grindet ihr das auch mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff. Da kann man auch so den einen oder anderen Nutzen rausziehen.
Gut, das waren jetzt eigentlich soweit die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Alle Fraktionen, die man aktuell zum Start von Dragonflights quasi aktiv farmen kann. Vielleicht mag der ein oder andere sagen, hey, da gibt es doch noch eine Fraktion, die jetzt nicht, wo du nicht drauf eingegangen bist. Ja, und zwar die Winterpelz-Furbolgs. Die befinden sich einmal da oben, wo ich auch schon gesagt habe, wo es einen Spot gäbe, wo man diese Kisten ganz gut farmen kann. Bei der Fraktion ist es so, dass die aktuell noch nicht farmbar ist. Das steht schon in dem Text drin, dass aktuell man die Sprache nicht versteht, aber in Zukunft gibt es vielleicht wen, der die Sprache versteht. Und das bedeutet, die Fraktion ist schon drin, aber man kann noch nichts machen mit der Fraktion und dementsprechend eventuell kann man irgendwann später im nächsten Patch was erledigen hier. Ich kann euch mal jetzt noch zum Abschluss den Spot zeigen, wo ich diese Drachenschuppen-Marken gefarmt habe, beziehungsweise Ressourcen. Und zwar gibt es hier auch nochmal wieder ein paar unsichtbare Kisten. Ich bin jetzt hier oben bei diesen Furbolgs, ne? Und zwar hier auf den Koordinaten 65, 13 ist so eine unsichtbare Kiste. Die machen wir jetzt mal auf. Seht ihr, da waren uns auch wieder drei von den Tusker-Totems drin. Das ist auch ganz nice. Also hier könnt ihr theoretisch auch farmen. Dann gibt es einen Spot hier an dem Gebäude dran. Dann gibt es einen Spot auf dem Haus drauf. Und ja, dann gibt es etwa noch 5 Spots, die, wo ihr Kisten habt, wo man auf der Map sieht. Aber die seht ihr ja hier, also die muss ich euch nicht sagen, wo die Spots sind. Auch hier hinten in der Höhle drin. Und falls der eine oder andere sich fragt, oh, ich kann jetzt hier einfach rumlaufen und die Sachen looten, die Furbolgs, wenn ihr eine Sidequest erledigt habt, werden die neutral zu euch und greifen euch nicht mehr an. Und dann macht es hier... ist es relativ entspannt, hier das Zeug zu farmen, weil ihr einfach zwischen den neutralen Mobs durchlaufen könnt, die Kisten looten, müsst keinen bekämpfen und könnt hier einfach die ganze Zeit hoppen, ne? Jetzt können wir einmal kurz gucken, ob wir irgendwo reinhoppen können, wo jetzt ewig viele Kisten da sind. Ne, okay, das ist jetzt der Vorführeffekt, aber glaubst du mir einfach, theoretisch sind hier ein Haufen Spots und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen mit dem Ruffarmen. Sollte ich jetzt nur irgendwas Gravierendes vergessen haben, wird sicher passiert sein, weil es so viele Möglichkeiten gibt, Ruf zu farmen. Schreibt es gerne in den Kommentaren, helft der Community und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.